Oh, wir schmeißen ihm das Ding hin. Oh, sieht auch geil aus hier. Wie wir, naja. Wo ich mal wer einen Eimer Wasser hat, dann wäre das geil. Dann würde ich nämlich hier wieder die Strömung ausgleichen. Das sieht scheiße aus. Und es ist scheiße. So. Besorg dir doch selber einen Eimer Wasser. Mann, ich bin zu faul. Ach komm, ich hab euch gerade hier total das ganze Werk. Ich laufe nicht, ich laufe die ganze Zeit hin und her. Also das Schaf hat auch irgendwie ein Problem, oder? Ja, du. Nicht mehr lang. Boah, ey, das war gerade so ein Gericht. Das Schaf war mindestens so wie besoffen wie mein Bruder. Die ganze Zeit im Kreis gedreht. Natürlich, ein Disco-Schaf ist eben. Boah, ich darf ja mein Geheimnis verraten, ne? Ich habe heute schon an meinem 100-Abo-Special gearbeitet. Obwohl ich gerade mal bei 70 Leuten bin, ne? Oh, na dann. Ja, aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, wie das klappt, und das war irgendwie ganz lustig. Ich hab... Wenn wir zusammenlegen, kommen wir auf... Bin gleich wieder da. Ich würde sagen, der Berg macht mal den Berg mal ein bisschen weg, wo hier schon jemand gemacht hat. Ja, genau. Und dann ist okay, dann machen wir das Reiche. Das wird schon wieder dunkel. Wo ist denn der Max jetzt schon wieder? Ich glaube, ich kill den jetzt echt mal. Also bisschen gemerkt, dann glaube ich reicht's. Erstmal. Also man kann irgendwann Let's Play Together mit Tieren nicht anmachen, wenn man alles zusammenfällt, dann haben wir noch Zeit. Au! Also, ich hab gedacht, ja. Unser Essen braucht kümmert sich nicht um mich. Oh. Kann mich nicht leiden. Obwohl wir uns schon so lange kennen. Ja, genau, die Essensfrau kann übrigens mal irgendwie ein richtiges Weizenfeld bauen. Könnte sie. Wird sie auch machen, sonst. Wer hat den Max da jetzt runtergebaut? So Leute, ich bin tot. Ich bin offiziell tot. Meine Mutter ist gerade heimgekommen, also ich hatte ja einen Schlüssel abgezogen, dass mein Bruder draußen bleibt. Also einen Haustürschlüssel habe ich versteckt, dass mein Bruder draußen bleibt, dass der nicht reinkommt. Weil der einfach nur total Baller war. Und die ist jetzt heim, also stand erstmal Stunden vor der Tür und ist nicht reingekommen. Dachte halt, wir beide sind nicht da, mein Bruder pennt gerade zum Glück. Und ich musste da irgendwie das Chaos in unserem Haus erklären. Was denn steht, dass ich mit Edding angekommen bin? Also nochmal, wer braucht jetzt wie viel zu essen von euch? Also ich hab keine Keule mehr. Ich hab einen Apfel und ich hab jetzt 5 Keulen habe ich jetzt. Nur Schaden bekomme ich keins mehr. Keinen. So. Danke. So, jetzt hab ich noch einen Apfel. Wer will den haben? Egal. Weil mir bringt doch nichts, weil ich regeneriere so oder so nicht. Wir könnten theoretisch auch gleich eine Lage weiter drunter graben, weil wir das ja gar nicht durch alle setzen müssen. Den Stein.
Wir finden ja einen Schatz. Also, wir werden so massig an Steine kommen, damit man Leuchtturm bauen. Oh. Die kannst du dann aber alleine bauen. Vor allem, wo willst du da hinleuchten? Wir sind mitten im Dschungel. So auf den Baum, dass die Affen kommen, oder? Ja, aber wir müssen dann uns kriegen. Also irgendjemand Steine. Du brauchst Steine. Ah, wenige. So ein paar habe ich, ja. Ich habe null. Ich habe meine Steine gebraucht, dass ich nicht eingebaut habe. Oh, das freut mich ja. Wo bist denn du? Da bist du, warte. Okay, ich hause mir mal einfach selbst. Ja, nee, ich muss eher abladen, ich benutze dich jetzt als Lager. So. Ja, mach das. Ja, so auch ein paar Steine. Ja, ey, sie ist unsere Küchenfrau und unser Lagerhaus. Ich mache hier den ganzen Tag nichts anderes als hier zwischen Haus und die Job hin und her. Ja, du musst ja aber mal so denken, wenn Flubby oder ich das machen würden, dann wäre das vielleicht langweilig. Ja, okay, ich war die ganze Zeit AFK und hab dann meinen Bruder gecatcht, also von daher. Kann ich da auch nicht. Was mach ich, blick's grad nicht. So, oder was sollen wir denn machen? Ja, du hast irgendwas gesagt, wenn wir was machen würden, wäre das langweilig. Ja, wenn du und ich die ganze Zeit beim Haus hin und her rennen würden. Ach so. Wir müssen immer live vor Ort sein. Aber ich glaube, das wäre noch interessanter, als hier den Berg abzubauen. Ja, da stimme ich dazu. Obwohl, nee, da passieren voll viele tolle Sachen. Da fallen immer Items runter. Und die kann ich aufheben. Nee, ich kann jetzt mal ein bisschen am Ding weiterbauen, oder? Ich brenne mal ein bisschen Glas. Jo, genau. Ach, das so nicht. Was? Schau mal ins Haus rein. Nö, zu faul. Kleiner Item. Da war das. So. Womit machen wir denn die Decke? Machen wir die mit normalem oder auch mit Tropenholz? Ich denke, da keine Decke direkt nach. Boah, ich verstehe gerade gar nichts. Er liegt gerade bei mir sowas von, also liegt es wahrscheinlich an mir. Ach so. Ja, ich weiß, wie du meinst. Ja. Das ist zum Beispiel. Kratz voll an. Keine Decke. Direkt nach. Geiler Gedanke. Direkt. Ja, genau. Nee, da mache ich mindestens Glas hin, aber ich kann das nicht offen lassen, das kannst du mitbringen. Doch? Nein! Doch, da kommt dann das Dach drüber und dann. Okay, also das Spitz. Das kann ja Fluppi machen, das kann ach so, der. Achso, so ein Dach drüber und dann Dachboden oder wie? Oder ohne? Ich hab. Ich hab eine andere Idee dann, fürs Dach. Den offenen Dachstuhl kann man dann. Ja, genau. Achso, wie bei so einer Scheune, oder? Mensch. Ja, lass mich einfach mal machen. Ich hab da schon eine Idee. Ist doch Latte. So. Nix ist Latte. Sollen wir in die Fenster? Soll ich da. Ich nehm da Scheiben, ne? Also keine Blöcke. Ja. Ich find Glasscheiben hässlich. Ja, das ist mir relativ egal. Aber mir nicht. Holz kann bitte. Nein, du fängst dich schon wieder an. Nein! Och, das ist doch kacke. Yay. Ich hab immer du stirbst bloß gerade, ne? Sonst. Rocken. Komm mal wieder rein. Hui. Ich mach mein Held kaputt hier. Ich hab jetzt einfach mal den ganzen Cobblestone rausgenommen. Okay. Hui, Treppenbauen. Deluxe. Nee. Das ist selbst tolle Freizeitbeschäftigung, was ich hier gerade mache. Bestimmt. Hat sich schon was krass reingemacht. Hey, das ist der Tramp. So, fertig. So. So, ich mach noch.
Wer hat die Kohle hier rausgenommen? Hast du noch, hast du noch Zeit, mach den. Danke. Mongo Max. Ja, was denn los? Ja, wo ich gerade wegreißen. Bitte Quatsch, schreib mal wieder rein. Ich muss die gerade wegmachen. Du hast mein Glas kaputt gemacht. Weißt du, wie weit ich Ja, weil ich da oben. Das war voll scheiße, das den ganzen Sand im Wasser abzubauen. Und hier hinten ist eigentlich. Mano, ich bin ganz Mann durch. Hier hinten ist eigentlich der Eingang zum Keller hin. Ja, das kann ich ja wieder wegmachen, guck mal. Da, Klub. Wie dick die Wand ist. Ja, ich war ruhig. Ja, wir unterteilen wir das. Wo machen wir. Was denn? Wer macht das? Machst du das? Ja, ich bin dabei. Ja, man sieht's mit der Hand einen Stein weggeschlagen. Ich hab meinen weggeworfen. Ich bräuchte noch mal eine Spitzhacke, ich hab meine weggeworfen. Du bist auch ein Vogel. Ja, jetzt hab ich meine auch weggeworfen. Scheiße. Von mir eine haben, ich hab doch eine weggeworfen. Sollen wir das so mit Unterteilung machen, mit Küche und sollen wir dann Schlafzimmer machen für uns vier wieder oder sollen wir es einfach lassen? Ja. Nur mal so eine Frage am Rande. Wo kommt das Feld ungefähr hin und wie groß darf es sein? Das Feld macht mal, wo gerade den Berg rennen. Deswegen muss ich den Berg erstmal wegstammen. Und jetzt habe ich das Zeug dafür mit. Gib mir mal schnell eine Spitzhacke und euren ganzen Kabel. Weißt du, wie ihr bei mir halt so geil klingt. Ja, okay, jetzt hast du eine Spitze. So, danke. Steine ab. Guck mal, hier kann das Weiß. Ja? Weißfeld immer. Das bitte wegmachen, aber ich hab bloß oben gesagt. Hier ist das Weißfeld immer. Ich verstehe, ich war's für dich. Also, ist doch egal. Oh. Ja, genau. Das Weißfeld wegmachen, bitte. Das Zaun hin für ihn machen. Aber jetzt nur, weil ich gerade getan hatte. Nein. Wieso hast du denn da jetzt Holz gemacht? Weil ich keinen Zaun hab. Und das ist die logische Schlussfolgerung, dann da Holz hinzumachen. Provision. Ja, Markierung. Wieso nimmst du nicht einfach das Holz und machst daraus einen Zaun und baust dann? Meins auch. Mein Gott, immer diese Polen, ey. Lass die Porno aus dem Spiel! Sonst ist dein Auto nix schneller nix als du, im Kopf, aber doch die größten Schlitten über die Grenze fahren, mei, mei. Okay, ich komm, schneller! Du hast das Gatter vergessen, du Vollhorst. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, es kommt ja ein Weg daran. Am Rand kommt ein Weg. Hier kannst du auch hier vorne bauen. Ja, warte bei mal. Mir ist immer Weg im Rand. Okay. Na, wenn sie meinen. Ich laufe zwar übers Feld drüber und nicht an ihm entlang, aber. So, ich fange schon mal einen Weg an. So, bin fertig, hab keinen Kies mehr. Mach das. Hier kannst du hinmachen. Hier ist der Ausgang. Hier kann man reinkommen. Ja, nee, kann ich nicht. Rein, kann hat einer gehen. Von euch Kies? Kann man hier auch gerne einen Vorbereich hinmachen mit irgendwie einem Beet, einem Blümchen danke oder so. Danke für die Antwort, ich will jetzt Kies holen. Ja, bitte, mach ich. Und ja. Wehe, wir haben keinen Kies, ich bin nicht so all doll. Ich glaube, wir haben keine. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe noch 21. Okay. Also, 21 Kohle gefunden. Wieso haben wir vier Öfen? Weil ich auch so zu viele gemacht habe. Frag Vero. Ja, doch, haben wir. Wir haben noch vier Kies. Ich hab noch 21. Und die grünen Truhen müsste man dann mal ordnen. Na Vero, machst du es dann mal bei Zeit. Du bist unsere Hausfrau. Du musst aufräumen und kochen. Und so, ich brauch dann mal wieder Cobblestone. Hat wer von euch Kabel? Ja, nein. Fast ein 64er habe ich halt hier. Ja.
Krankenhaus. Kohle! Merci, Mademoiselle. Sorry. Ja, brauch ich auch nicht. Das wird sogar reichen fürs ganze Dach. Oh. Ich frag mich echt, wie lange wir schon aufnehmen. Ich will es gar nicht wissen. Eigentlich könnte man ja wirklich ziemlich viele Ebenen dann hier unser Dorf hinbauen und da unten das Ding lassen und irgendwas anderes draus bauen. Das wird ja oben dann jeder was bauen. Und dann als nächstes irgendwie eine Bibliothek, eine Bücherei und sowas. Ach ja, übrigens braucht gerade wer so ein bisschen was zu essen. Ich hab was dabei. Ja, ich bitte. Irgendwie schon nervig bei der Aufnahme ist irgendwie der Wurm drin, dass alles irgendwie so ein bisschen leckt und alles nicht so ein bisschen funktioniert und mein Bruder irgendwie so ein bisschen besoffen ist. Ah, das ist scheiße. Ja, das ist aber bei mir auch so. Das ist irgendwie nervig. Wenn ich mich immer so anstrengen muss, dass ich euch verstehe. Bleib doch da. Ach, du redest mit mir, toll, ich verstehe ja nichts. Ich hör bloß Ja. Ja, hammergeil. Ulflup. Ja, warte mal, wenn ich das verrottete Fleisch mit esse, dann müsste ich theoretisch wieder voll werden, ganz kurz. Ja, das ist hier fast voll. Ja, wir können uns auch Kühe zulegen, dann können wir uns von verrottetem Fleisch ernähren und einfach Milcheimer danach trinken. Ich habe noch nie Milcheimer getrunken. Ich schon, das ist ganz praktisch. Ach, mach das dich wieder gesund, oder? Danke. Ich kenne mich ja nicht so aus. Milch heilt alle Gift- und Schwächeeffekte. Lol, Alter, die Milch macht's. Und allgemein alle. Ja, bei den ganzen Vitaminen, ey, das wundert mich nicht. Regeneration. Wer Spitzhack? Wer Spitzhack von euch? Oh, scheiße. Nein! So. Boah, was mich auch geil, was ich auch geil finden würde, ist, wenn ich wieder meine Playlist anschmeißen könnte. Darfst du nicht? Doch, darf ich. Es würde halt keiner von euch hören. Das wäre so voll cool. Ich brauche dringend Kies. Eine Spitzhacke ist flöten, meine Eisenaxt macht auch nicht mehr so lange. Ich hab 4 Stück. Ja, das ist ja cool. Ja, ich geh nochmal in die Höhle. Mal schauen, ob ich Kies finde, aber ich nehme vorher noch eine Schaufel mit. Hat einer eine Schaufel übrig? Irgendwo in den Kisten müssten ein paar sein. Ich glaube, in der Cobblestone-Kiste. Wo ist die in die Cobblestone-Kiste? Seit wann haben wir eine Cobblestone-Kiste? Die Cobblestone-Kiste. Oh, du Affe, ey! Unten im Keller von AC müsste irgendwo drin sein. Hier, ich schau jetzt trotzdem alles durch. Mehr Schaufeln! Schaufeln! Wieso machst du so billige Steinschaufeln? Ich nehme ja mal die benutzte hier mit so. Und aus der benutzten... Mehr Schaufeln! Aus den zwei benutzten mache ich jetzt eine ganze, weil ich so ein Cheater bin. So. Ja, natürlich. Dann gehe ich mal ein bisschen Kies suchen. Ich hab noch Kies, hier. Frisst. Nee. Frisst mal Kies, Junge. Ich renne jetzt hinterher und schmeiß das ganze Zeug. Ich bin so bescheuert. Hast du eine Spitzhacke, Junge? Ja. Max, ich kann dir jetzt sagen, wie lange wir ungefähr schon aufnehmen. Genau. Knapp 2 Stunden. Okay, hast du es in der Konfi nachgeschaut oder wie? Oder bei Outer City oder? Nee, auf meiner Uhr, weil es war ja vorhin, wo ich Läufe runtergeladen habe, war hier so auch so, also wo es dann zu Ende war, hatten wir auch so 50 rum. Ja. Oh, ja, okay. Ja, okay, mei, 2 Stunden. Da kommen wir auf 6 Folgen. Hi. Also wir sind schon mal bedient für Irland. Oh. Na, ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen, oder? Da haben wir 2 Wochen lang unsere Ruhe. Oder wollt ihr schon aufhören? Also ich könnte so weiterspielen. Ja, also weiterspielen kann ich auch. Ja, ich auch. Also,
Es ist bloß, ich bin jetzt auch gerade wieder mal in Minecraft. Bloß das Problem ist eben mein Speicherplatz auf meinem PC, der nicht unbegrenzt ist. Wie viel hast du denn? Aber ich glaube nicht mehr so viel, weil ich hab noch viel bei mir rumfliegen, deswegen. Weil ich eben an meinem 100 Abos Special rumgespielt habe, was es noch gar nicht gibt, weil ich noch keine 100 Abos habe. Aber da habe ich schon so ein bisschen rumgespielt und da ist eine Menge hängen geblieben. Also ich habe nicht so, ich würde mal sagen, wir machen jetzt noch circa eine bis eine halbe Stunde irgendwie sowas. Aber dann mache ich da mal Noten. Also machen wir bis 10:30 und dann. Okay. Ist ja eine halbe Stunde noch. Aua. Alter, ich flieg halt fast in Lava, aber hier ist Kies. Also noch, wie lange machst du eine Folge? 15 ich Minuten mach, oder 30? Ich mach 20, circa, so 20 bis 25 Minuten. 20. Also würde ich sagen, machen wir noch 2 Folgen, oder? Also noch 40 Minuten. Ja, mal schauen. Ich kann die ja eh nicht exakt 20 schneiden, weil ich mach die eh immer so, wie ich... Obwohl, soll ich das mal machen? So exakt 20 Minuten. Ja, kannst du da machen. Sich mitnimmst. Das könnte ich eigentlich mal. Ja, ich schaue halt mal, wie ich es mache. Wir haben ja eh grad. Warum bin ich eigentlich? Wir haben ja eh grad kein Thema irgendwie, worüber wir reden. Da muss ich ja nicht drauf achten, wann ich schneide. Weil wenn du jetzt über ein Thema redest und mitten drin aufhörst, ist es doof. Wir quatschen ja gerade über das Mist und bauen. Ja, und über meinen besoffenen Bruder haben wir vorhin geredet. Das haben wir auch mindestens 5 Folgen lang. So, Mädels, das Dach ist fertig. Also ich habe jetzt mal ein Thema, also ich muss jetzt sagen, Alkohol ist wirklich was sehr Schlechtes. Was seht denn ihr darüber? Schreibt's in die Kommentare, was haltet ihr von Alkohol? Was haltet ihr vom Polen? Schreibt's in die Kommentare. Haben Polen auch euren Porsche geklaut? Die werden alle schreiben, oh, der ist viel cooler als ihr, der sollte auch selber mal... Ja, die meinen dann wahrscheinlich alle, dass geil. Du dann eher weitermachen sollst und nicht Simone, die ja heute nicht kam. Richtig. Mit dir mache ich Wetten, der wird das gar nicht gefallen. Auch. Weil der hat sich ja eigentlich letztes Mal versprochen, dass wir mal eine neue Staffel machen, dass sie dann wieder dabei sein darf. Deswegen muss ich dich dann rausschmeißen, weil ich halte mein Wort. Das tut mir dann leid, aber und zu 5 wird einfach nichts, weil da... Ja. Außer du zahlst den Server. Warte mal, kostet dieser Server nicht nur 1 Euro pro Slot? Ich glaube 5 Slot Server. Im Moment kostet er mich 4 Euro. Eben, 1 Euro pro Slot. Kannst du nicht einen 5 Slot Server kaufen? Ja, ich kann mal schauen, aber im Moment. Ich gehe morgen ja wieder arbeiten und da ich bekomme. Boah, ich bin endlich fertig. Ja, die Woche arbeiten, da bin ich jetzt endlich fertig. Ja, ich auch. Ja, ich habe 4 Wochen lang in den Ferien gearbeitet. Und jetzt arbeite ich auch noch unter der Woche. Das kann ich ja auch verstehen, weil dein PC war ja kaputt. Nee. Ja, da kann ich das dann verstehen, dass dann so ein Gamer frustriert wird. Aber, ja, seine Wut dann am Kochtopf auslassen, das ist dann wahrscheinlich gar nichts. Wegen dem Splatdöns, wegen dem Geld. Vielleicht sind ja auch die Zuschauer... Ne? Nein. Ja genau, jetzt soll meine Zuschauer mir einen Server kaufen, du mich auch. Nee, ich hab super Zuschauer. Aber bitte schickt eure Spenden an. Du darfst über online ja keine Spenden aufrufen von Minderjährigen. Und ich hab nun mal auch minderjährige Zuschauer. Sagt man, aber wenn man irgendwelche Gegenleistungen bringt und ich finde ja, dann schenkt denen eine Socke, dann kann das, dann geht das schon, aber... Ja, so eine gebrauchte Unterhose kriegst du dann. Ey, dich ja. Oh. Hier ist übrigens eine Schlucht, gell, nur mal so.